Ja, okay. Ich werde heute Abend den ersten Vortrag geben. Das Thema von diesem Retreat ist der Spiralpfad. Oder wie es auf dem Zettel damals, das damals im Zentrum ausgelegt geworden ist und was Leute vielleicht auch zugeschickt geworden ist, der Weg zum Glückseligkeit und Einsicht. Ja. Das fand ich ein bisschen schöner als Spiralpfad. Weg zur Glückseligkeit und Einsicht. Sagt auch ein bisschen mehr, worum es geht, ja? Der Spiralpfad ist ein Weg, was uns wirklich zu Glückseligkeit und Einsicht führen kann. Und eigentlich noch weiter, ja? Es kann uns zu Erleuchtung führen. Ja, in den kommenden 10 Tagen von dem ganzen Osterretreat werde ich 6 Vorträge über diesen Pfad geben. Ja. 3 Vorträge werde ich in den kommenden 3 Tagen geben, also auf die erste Hälfte von diesem Retreat, und dann noch 3 Vorträge während die zweite Hälfte. Und diese Vorträge zusammen bilden eine Wegbeschreibung. Und was beschrieben wird, ist dann diese Spiralpfad, der Weg zu Glückseligkeit und Einsicht. Ja, bevor ich mehr über den Spiralpfad sage, will ich eigentlich erstmal die Frage stellen, was ist denn eigentlich Buddhismus? Hm? Weil, wenn wir über den Spiralpfad reden und wir reden darüber, dass es uns zur Erleuchtung führt, dann müssen wir vielleicht auch ein bisschen mehr wissen, ja, was ist dann den Rahmen von diesem Pfad zur Erleuchtung? Also, was ist Buddhismus? Wenn wir vielleicht in eine Enzyklopädie suchen würden, was Buddhismus ist, dann kann man eine ganze Menge finden und wahrscheinlich würde so etwas sagen, dass Buddhismus eine von den großen Weltreligionen ist. Und das stimmt auch. Vielleicht weniger jetzt als früher. Es gab Zeiten, dass 1/3 der Weltbevölkerung Buddhist war. Ja, so ein sehr großes Teil der Weltbevölkerung war Buddhist. Jetzt ist das viel weniger. Aber Buddhismus spielt noch immer eine wichtige Rolle unter den Weltreligionen. Aber man kann die Frage stellen, ist Buddhismus denn eigentlich eine Religion? Und dann kann man 2 Antworten darauf geben. Die erste Antwort ist, dass Buddhismus sich beschäftigt mit den höheren Fragen des Lebens. Es beschäftigt sich mit dem, was über Leben und Tod hinausgeht. Es beschäftigt sich mit dem Sinn und Ziel des Lebens. Buddhismus beschäftigt sich mit dem transzendenten Wirklichkeit, ja, was das auch sein möge. Und in diesem Sinne ist Buddhismus mehr als vielleicht nur ein Lebensstil, ja, eine Art, wie man leben kann. Es geht wirklich auf die Fragen des Lebens ein. Und in diesem Sinn ist Buddhismus auch eine Religion. Obwohl auch Lebensstil sehr stark ein Teil von Buddhismus ist. Wenn man Buddhist ist, dann versucht man einen Lebensstil zu entwickeln, die das Buddhistsein sozusagen sehr stark unterstützt. Aber wenn wir sagen, dass Buddhismus eine Religion ist, dann ist es auch sehr wichtig zu verstehen, dass es jedenfalls keine theologische Religion ist. Es ist nicht eine Religion, die um einen Gott zentriert ist. In Buddhismus gibt es keinen Gott. Nicht im Anfang, nicht am Ende und nicht zwischendurch. Nicht am Anfang. Es gibt keinen Schöpfergott im Buddhismus. Also das Universum fängt nicht damit an, dass es von Gott geschaffen geworden ist. Im Buddhismus sagen wir einfach, es gibt keinen Anfang vom Universum. So, es braucht auch nicht geschaffen zu werden. Das Problem hat sich dann gelöst. Es gibt auch am Ende nicht ein Gott. Ja, es ist nicht so, dass wir nach dem Leben sozusagen mit einem Gott konfrontiert wurden und wir müssen dann Verantwortung ablegen für was wir getan haben. Ja, also das gibt es auch nicht. Und zwischendurch gibt es auch keinen Gott. Was ich damit meine ist, dass es nicht so ist, dass der Buddha ein Gott war, ja, oder ein Gott ist. Der Buddha war kein Gott. Er war auch kein Mensch, der Gott geworden ist, und er war auch kein Gott, der Mensch geworden ist. All das gibt es nicht. Also diese ganze Idee von einem Gott kann man im Buddhismus völlig vergessen. Der Begriff Gott existiert nicht im Buddhismus. Nicht jedenfalls als ein Gott, das höchste Wesen im Universum ist.
Es gibt im Buddhismus Götter, aber die sind überhaupt nicht so wichtig. Die sind jedenfalls nicht wichtiger als Menschen. Die sind einfach eine bestimmte Art von Existenz. Und ja, gerade so wie Menschen können Götter sich auch entwickeln, aber Götter haben es noch schwieriger, weil die haben es so gut, dass sie sich nicht überlegen, dass sie sich entwickeln wollen. Also es ist viel besser, Mensch zu sein, weil als Mensch hat man die Perspektive, dass man sich entwickeln will. Was das bedeutet, da werde ich bald darauf zurückkommen. Die zweite Antwort auf die Frage, ist Buddhismus eine Religion? Da möchte ich einige Aspekte andeuten. Erstmal, Buddhismus ist nicht dogmatisch. Ja. Es gibt im Buddhismus nicht Sachen, die man einfach glauben soll. Ja. So und so ist das. Das gibt es nicht. Der Buddha hat nichts behauptet, nichts gesagt, was nicht überprüft werden kann. Er hat immer gesagt, alles, was ich sage, kann man überprüfen. Also Buddhismus ist dann auch keine Offenbarungsreligion. Ja. Der Buddha ist kein Prophet. Der Buddha ist nicht ein Prophet, der gehört hat, was Gott ihm gesagt hat und dann das weitergibt, oder ist nicht eine Offenbarung von einer bestimmten Realität, die er selbst nicht erfahren hat. Dann ist Buddhismus auch nicht spekulativ. Und damit meine ich, dass es in Buddhismus keine Theorien über die Wirklichkeit gibt. Buddhismus hat keine Theorie, es könnte so sein oder es könnte so sein. Buddhismus ist keine Philosophie. Es hat zwar eine philosophische Seite, aber es ist nicht so eine Philosophie, wie man im Westen Philosophie versteht. Was sagte der Buddha selbst über seine Lehre? Er sagt selbst, glaube nicht, was ich sage. Glaube nicht, was ich sage. Überprüf es. Versuche es selbst herauszufinden. Worüber er redet, das kann nur in Erfahrung gefunden werden. Also Buddhismus ist wirklich die Kommunikation einer Erfahrung. Es ist die Kommunikation von der Erfahrung, die der Buddha selbst gemacht hat. Er hat sich keine Gedanken gemacht, wie es sein könnte. Er hat keine Theorien aufgebaut. Er hat keine Dogmen festgelegt. Er hat einfach eine bestimmte Erfahrung gehabt. Und diese Erfahrung versucht er uns zu kommunizieren. Also Buddhismus ist eine Erfahrung, die Kommunikation einer Erfahrung. Und es ist auch eine Einladung. Und es ist eine Wegbeschreibung. Diese drei Themen werde ich weiter untersuchen. So, die Kommunikation eine Erfahrung, eine Einladung und eine Wegbeschreibung. So, erstmal die Kommunikation eine Erfahrung. Buddhismus geht nur auf Erfahrung zurück. Vielleicht ist es besser, nicht über Buddhismus zu reden, aber einfach über den Dharma zu reden. Ja, der Dharma ist die Lehre des Buddha. Und die Lehre des Buddha ist eine Kommunikation. Was der Buddha lehrt, ist, was er selbst erfahren hat. Und er gibt uns die Erfahrung weiter. Und dabei sagt er, das und das habe ich entdeckt. Aber zu dieser Entdeckung gehört auch, dass ich weiß, dass alle anderen Menschen das auch entdecken kann. Alle anderen Menschen können auch diese gleiche Erfahrung machen. Es ist nicht etwas, was nur ich erfahren habe, erfahren kann. Diese Erfahrung ist offen für alle. Und er sagt auch noch etwas über diese Entdeckung. Er sagt, es ist wie ein Mann, der vielleicht mal darüber gehört hat, dass es früher, lange her, eine Stadt gab. Eine sehr, sehr schöne Stadt in einem Wald. Ja? Und diese Stadt ist verloren gegangen. Niemand weiß, wo diese Stadt ist. Man weiß, es gab früher, gab es einen Pfad, einen Weg, die zu dieser Stadt ja, geführt hat. Aber dieser Weg ist völlig überwachsen von Pflanzen und Bäumen und man kann es nicht mehr finden. Aber dieser Mann sagt, okay, ich werde mal versuchen herauszufinden, wo diese Stadt ist. Ja, ich werde in diesen Wald reingehen und ich werde so lange suchen, bis ich diese Stadt gefunden habe. Und dann, nach sehr viel Bemühung, findet dieser Mann letztendlich den Weg, die ursprünglich da war. Ja, aber er findet diesen Weg zurück. Ja, es ist überwachsen, aber dieser Weg ist noch da. Und er macht diesen Weg offen. Ja, er nimmt die Pflanzen weg, die Bäume weg, sodass dieser Weg frei ist, ja, von Anfang bis Ende. Und er geht zurück und sagt, ich habe den Weg zu der Stadt gefunden. Ich habe diese Stadt gesehen. Ich weiß, dass diese Stadt da ist. Es sieht so und so aus. Ja. Und da ist der Weg. Man kann so und so dahin kommen. Und der Weg ist jetzt offen. Ja? Es war
ein geschlossener Weg, wo man keinen Durchgang mehr hatte. Aber ich habe es geschafft, diesen Weg wieder frei zu machen. Also probier es mal aus. Geh diesen Weg entlang und er wird diese Stadt finden. Das ist, was der Buddha sagt. Also er sagt, er hat Erleuchtung gefunden, das ist diese Stadt. Er hat diese Erfahrung von Erleuchtung erreicht und er hat den Weg dazu freigemacht. Und er sagt, jeder Mensch kann diesen Weg folgen und man macht es so und so. Also diese Erfahrung, die der Buddha gemacht hat, gibt es drei Aspekte. Erstmal hat er erfahren, dass es möglich ist für jeden Mensch, sich weiterzuentwickeln, sich geistig, sich spirituell weiterzuentwickeln. Das war nicht ganz neu, da waren in seiner Zeit viele Menschen, die an sich selbst geistig und spirituell gearbeitet haben. Aber er hat dann diesen Weg ja zum weitesten Punkt geführt. Und dann hat er entdeckt, dass diese Entwicklung, die man da machen kann, dass die führt dazu, dass man die Wirklichkeit anders wahrnimmt. Anders als vorher. Wir entdecken, dass wir bisher die Wirklichkeit falsch wahrgenommen haben. Und dass uns das eine ganze Menge Leiden gebracht hat. Ja, die Tatsache, dass wir die Wirklichkeit nicht so wahrnehmen, so wie sie ist, aber auf eine falsche Art und Weise wahrnehmen, bringt uns viel Leiden. Und er hat entdeckt, dass man die Wahrheit so wahrnehmen kann, die Wirklichkeit so wahrnehmen kann, so wie sie wirklich ist, so wie sie richtig ist. Und dass das Leiden wegnimmt, ja, dass das Leiden aufhebt. Und dann hat er entdeckt, dass am Ende von diesem Weg, ja, am Ende von diesem Weg von Entwicklung, dass es da Erleuchtung gibt. Und das ist ein Zustand, der gekennzeichnet ist von absoluter Klarheit, von absoluter Freiheit, Unbedingtheit, auch Freiheit von Leiden und von einem Zustand gekennzeichnet von Glückseligkeit. Also das ist seine Entdeckung, das ist seine Erfahrung und diese Erfahrung kommuniziert er uns. Und dann lädt er uns ein. Ja. Er gibt uns die Einladung, diesen Weg auch zu folgen. Ja. Er sagt einfach, so und so kann es gemacht werden. Es ist nicht leicht, aber es ist möglich. Und er sagt, dass im Prinzip alle Wesen, ja, alle Lebewesen können diesen Weg folgen. Ja. Alle Lebewesen können sich entwickeln und können letztendlich Erleuchtung erlangen. Aber er sagt auch, er ist sich da klar darüber, dass es nicht, dass es ein sehr schwieriger Weg ist, ja, ein Weg, der nicht leicht gefolgt werden kann, und dass es für manche Wesen vielleicht ein schneller Weg sein kann, aber für viele Wesen auch ein sehr langsamer Weg. Ja, oder dass manche Wesen weiterentwickelt sind als andere. Er sagt, es ist eigentlich nur eine Minderheit, die imstande ist, diesen Weg sofort anzufangen, sofort zu folgen. Vielleicht müssen erst noch andere Schritte dazu kommen, bevor man diesen Weg folgen kann. Und vielleicht ist es nur eine sehr, sehr kleine Minderheit sozusagen, die in diesem Leben Erleuchtung erlangen kann. Aber er sagt, man braucht diesen Weg nicht nur in einem Leben zu gehen. Ja. Im Buddhismus gibt es ja den Ansicht, dass man immer wieder geboren wird. Ja. Wir haben nicht nur diesem Leben, aber man wird nach dem Tod wird man neu geboren, wird ein neues Leben entstehen. Man kann dann nicht sagen, dass ja das bin ich, die wiedergeboren ist, meine Seele ist die wiedergeboren. Es ist mehr ein Fluss von Bewusstsein, was immer wieder neue Möglichkeiten hat, sich weiterzuentwickeln. Also der Buddha sagt, okay, es kann vielleicht lange dauern, aber wir haben alle die Möglichkeit, diesen Weg zu folgen. Und wenn es nicht in einem Leben gelingt, dann wird es vielleicht in mehreren Leben gelingen. Und eine Geschichte, die das gut klar macht, ist eine Geschichte, die so kurz nach der Erleuchtung des Buddhas stattgefunden hat. Das ist die Geschichte von Brahma Sahampati. Wenn der Buddha Erleuchtung erlangt hatte, dann ja, war es ihm erstmal klar, dass das eine sehr, sehr tiefe Erfahrung war, ein sehr, sehr großes Erlebnis. Und dass die Wahrheit, die er gesehen hatte, nicht leicht zu kommunizieren war. Eigentlich sein erster Gedanke war, diese Erfahrung, die ich habe, ist so großartig, so tief, so weitgehend, dass ich kann das nicht an andere Menschen kommunizieren. Es wird mich unmöglich sein, das so zu kommunizieren, dass andere die Erfahrung auch haben können. Also seine erste Neigung war, einfach nur diese Erfahrung selbst zu haben und nicht zu unterrichten.
weil er einfach das Gefühl hatte, das wird mich nicht gelingen, das zu kommunizieren. Und ja, die Geschichte geht dann, also mythologische Geschichte, dass ein bestimmter Gottheit, Brahma Sahampati, wahrnahm, was da passierte, sah, dass der Buddha diese Erleuchtung erlangt hatte und sah, dass er überlegte, das nicht weiterzugeben, weil er glaubte, dass es nicht möglich war. Und ist dann, diese Gottheit ist dann zum Buddha gegangen und hat den Buddha gefragt, doch zu unterrichten. Er hat gesagt, okay, es gibt viele Lebewesen, die es vielleicht nicht verstehen werden, aber es gibt vielleicht einige, die es doch verstehen werden. Es gibt vielleicht einige Lebewesen mit wenig Staub in den Augen. Und vielleicht können diese Lebewesen wirklich verstehen, dass es möglich ist, Erleuchtung zu erlangen. Vielleicht können diese Lebewesen diesen Weg gehen. Und dann hat der Buddha hat sich von Brahma Sahampati überzeugen lassen und hat dann gesagt, okay, dann werde ich diesen Weg unterrichten. Und es wird dann vielleicht einige Lebewesen geben, die Erleuchtung erlangen können, und andere, die sich weiterentwickeln können, und wieder andere, die vielleicht später nochmal die Gelegenheit haben, meine Lehre kennenzulernen und sich dann zu entwickeln. Und der Buddha hatte dann eine Vision. Er sah in einer Vision einen großen Teich. Und in diesem Teich waren viele Lotusblüten. Und die waren in verschiedenen Stadien von Entwicklung. Manche Blüten waren noch ganz tief im Schlamm rein, ja, und haben das Licht der Sonne noch nicht gesehen. Manche kamen so ein bisschen darüber hinaus und waren noch im Wasser, aber kriegten das Licht der Sonne mit und konnten dann mehr und mehr wachsen. Ja. Manche kamen aus dem Wasser raus und haben sich geöffnet. Ja. Und manche waren so voll über dem Wasser raus und voll geöffnet. Und der Buddha hat dann verstanden, diese Vision zeigte, was die Entwicklungsphasen sind von allen Lebewesen. Ja. Manche sind noch ja ganz unentwickelt, sind ganz vom Licht der Sonne weg sozusagen und brauchen sehr viel Zeit, um noch zu wachsen. Manche sind weiterentwickelt. Manche sind so weit entwickelt, dass sie schon über dem Wasser hinauskommen und sofort in der Sonne, das Licht der Sonne absorbieren können sozusagen. Und er hat dann verstanden, ja, es wird Lebewesen geben, es wird Menschen geben, die meine Lehre verstehen können. Und dann hat er angefangen zu unterrichten. Ja, das ist der dritte Aspekt vom Buddhismus, ist, dass der Dharma, ja, die Lehre des Buddha, ist wie eine Wegbeschreibung. Es beschreibt genau, wie man von A zu B kommt. Ja. A ist das, ist der Punkt, wo wir jetzt sind, ja, als unerleuchtete Wesen. Und B ist das Ziel der Erleuchtung. Und der Dharma beschreibt, wie man schrittweise allmählich von A zu B kommt. Und dabei sagt der Buddha auch immer wieder, probiere es aus, ja? Überprüf, ob es stimmt. Versuch selbst rauszufinden, ob es klappt. Also es ist nicht ein Weg, die man annehmen muss, dass das so ist, aber der Buddha sagt, probiere es aus und du wirst merken, dass du weiterkommst. Der Buddha hat viele Wege beschrieben, eigentlich hat viele Formulierungen gegeben von seiner Lehre. Abhängig davon, mit wem er gesprochen hat, ja. Wir haben alle unterschiedliche Temperamente. Manche Leute sind mehr emotional, andere Leute mehr intellektuell, wieder andere Leute sind mehr intuitiv. Und hat er verschiedene Formulierungen von seiner Lehre gegeben. Aber letztendlich ist alles nur ein Weg, und das ist der Weg zur Erleuchtung. Aber in dieser Vortragsreihe werde ich mich damit eine Formulierung beschäftigen, eine Formulierung von diesem Weg. Und das ist diese Formulierung von dem Spiralpfad. Also warum heißt das Spiralpfad? Dieses Spiralpfad ist ein Beispiel von einer von zwei Arten von bedingtem Entstehen. Also was ist bedingtes Entstehen? Der Buddha hat entdeckt, dass jede Situation, die wir kreieren, unvermeidlich eine Hauptbedingung ist für die Situation oder die Situationen, die darauf folgen. Also wenn wir eine Situation kreieren, dann folgt aus dieser Situation wieder eine neue Situation, die damit verbunden ist, die davon bedingt ist, konditioniert ist. Und obwohl wir die folgende Situation manchmal noch bestimmterweise ändern können oder bedingen können, beeinflussen können, ist es oft schon zu spät, um die Entwicklung, die wir im Gang gesetzt haben durch unsere Handeln, um diese Entwicklung noch zu ändern. Das ist das universelle Gesetz des bedingten Entstehens. Alles entsteht nur, weil die Bedingungen für dieses Entstehen geschaffen geworden sind. Und ohne diese Bedingungen gibt es kein Entstehen. So alles, was wir wahrnehmen, alles, was wir kennen,
ist entstanden, weil es dafür die Bedingungen gab. Wenn es diese Bedingungen nicht gegeben hätte, wären diese Dinge auch nicht da gewesen. Die Situationen, die wir kreieren, die sind immer sehr stark geprägt von unserer eigenen Geistesverfassung. Und man könnte sagen, diese Geistesverfassungen sind die eigentlichen Bedingungen, ja, die die Situationen bestimmen. Also unsere Geistesverfassungen bestimmen, was mit uns passiert und bestimmen, wie wir das Leben erleben, wie wir das Leben erfahren. Und jetzt gibt es zwei Arten von Geistesverfassungen, ja, die dafür sorgen, dass wir zwei unterschiedliche Arten von bedingtem Entstehen erfahren. Es gibt erstmal Geistesverfassungen, die zu Stagnation führen, ja, die zu wiederholtem Leiden führen, zu Rückfall. Solche Geistesverfassungen führen uns auf einen zyklischen Pfad. Es ist ein Pfad wie ein Kreisgang, wo man immer wieder rumgeht, immer wieder in Kreise rumgeht. Und man kommt immer wieder auf den gleichen Punkt zurück. Es gibt auf diesem Weg keinen Fortschritt, nur wiederholte Frust. Und das Interessante an diesem Kreisgang ist, dass wir meistens nicht merken, dass wir immer wieder an den gleichen Punkt zurückkommen. Wir vergessen unsere alte Erfahrung. Wir denken, dass wir weiterkommen, aber eigentlich ist das nicht so. Und darum ist es auch sehr schwierig, um aus diesem Kreisgang, aus diesem Zyklus rauszukommen, weil wir merken einfach nicht, dass wir drin sind. Wir schaffen uns immer wieder die gleiche schmerzhafte Erfahrung. Ja, und wir lernen nicht. Wir sind wie eine Motte, die immer wieder in die gleiche Flamme fliegt und seine Flügel brennt. Dieser Kreisgang wird produziert, wird kreiert durch Geistesverfassungen, die gekennzeichnet sind von Gier, Hass und Verblendung. Drei Kennzeichen vom unerleuchteten Leben. Drei Sachen, die in unserem Geist sind, die immer dafür sorgen, dass wir wieder diese gleiche Kreis gehen. Dann die andere Möglichkeit, die wir haben, oder die andere Art von Geistesverfassungen, die es gibt, das sind Geistesverfassungen, die zum Wohlsein führen, zur Entwicklung, zu spirituellem Wachstum. Und solche Geistesverfassungen führen uns auf einem Spiralpfad. Noch immer gibt es in einer Spiral ein zyklisches Element, also es geht rum, ja? Es geht rum in Kreise. Aber gleichzeitig gibt es ein Element von Fortschritt. Ja, ein Kreis bleibt auf einer Ebene, ein Spiral geht hoch. Ja, geht rum in Kreise, aber jeder Kreis ist höher als der vorherige Kreis. Und jede Stufe auf diesem Pfad führt spontan zu einer höheren Stufe. Ja, das heißt, solange wir uns bemühen, auf diesem Pfad zu bleiben, wenn wir uns bemühen, auf diesem Pfad zu sein und zu bleiben, dann werden wir ständig einen Schritt weiterkommen, eine Stufe höher kommen. Wenn wir uns nicht bemühen, auf dem Pfad zu bleiben, werden wir wieder abkippen, um wieder auf den Zyklus zurückzufahren. Also der Spiralpfad ist wie eine Wendeltreppe. Solange ich auf die Treppe bleibe und vorwärts gehe, komme ich höher. Wenn man das weiß, das ist eine ganz interessante Sache. Ich brauche nur noch auf diese Treppe zu bleiben und vorwärts zu gehen und ich komme weiter. Also die Verfassungen, die dazu führen, dass wir so einen Weg erfahren, sind Verfassungen gekennzeichnet von geistigen oder spirituellen Qualitäten, wie Zufriedenheit, Großzügigkeit, Freundlichkeit, Wohlwollen, Klarheit, Bewusstheit und so weiter. Also der Spiralpfad hat diese Charakteristik, dass wenn man auf diesem Pfad ist und man geht vorwärts, dann kommt man weiter. Das ist eine absolute Sicherheit, die man hat im spirituellen Leben. Also, heute Abend werde ich dann über Gewahrsein von Leiden reden. Der Spiralpfad fängt da an, wo wir gerade sind. Es fängt an mit unserer eigenen Erfahrung. Also, was ist die Erfahrung? Also, Buddhismus ist da unheimlich realistisch. Es versucht es nicht besser zu machen, wie es ist. Buddhismus sagt, unsere Erfahrung ist einfach leidvoll, ist unbefriedigend. Buddhismus sagt, unsere Erfahrung ist Dukkha, ein bekanntes Wort. Dukkha bedeutet ursprünglich so etwas wie ein Wagenrad, was nicht gut zentriert ist. Aber man muss sich vorstellen, dass man in einem Wagen sitzt mit einem Rad, was nicht gut zentriert ist, und man geht über einen ganz harten Weg. Ja? Und jedes Mal, wenn das Rad rumgeht, kommt da ein Stoß. Boom, ja?
Also man sitzt in diesem Wagen, man versucht die Natur zu genießen, die Sonne zu genießen, aber mit jedem Umgang, jede 2 Meter gibt es so einen Stoß. Ja? Und das ist so ein bisschen unsere Erfahrung vom Leben. Ja? Wir versuchen wirklich glücklich zu sein, wir versuchen ja, es uns angenehm zu machen, aber jedes Moment, dass wir es nicht erwarten, dann kommt etwas da, was doch wieder Frust verursacht oder Unzufriedenheit oder manchmal großes Leiden. Also immer ist da etwas, was dafür sorgt, dass wir nicht ganz glücklich sein können, nicht ganz zufrieden. Also Dukkha ist ein zentrales Begriff in der Lehre des Buddha. Es gibt die 4 edle Wahrheiten, eine von den zentralen Formulierungen im Buddhismus. Und die 4 edle Wahrheiten haben Dukkha als Thema, haben dieses Leiden oder Unfriede, das Unbefriedigende, haben das als Thema. Die 4 edle Wahrheiten habe ich hier auch nochmal aufgeschrieben. Das fängt an mit der 1. edle Wahrheit. Das weltliche Leben, oder Samsara, ist leidvoll und unbefriedigend. Also Samsara, das weltliche Leben, das ist das normale, unerleuchtete Leben, was alle unerleuchtete Wesen erfahren, was sie leben. Alle Lebewesen möchten gerne glücklich sein. Das ist ein Kennzeichen von Leben. Es gibt kein Leben, ohne dass dieser Wunsch, glücklich zu sein, da ist. Das ist auch Ausgangspunkt von der Metta-Bhavana, ja, dass wir das verstehen. Und weil das so ist, dass alle Lebewesen gerne glücklich sein möchten, wünschen wir auch in der Metta-Bhavana, dass das so ist. Wer von uns kennt jemand, die es geschafft hat, wirklich langfristig glücklich zu sein? Langfristig glücklich zu sein. Ich kenne niemand, die es geschafft hat. Es ist immer wieder sind da Zeiten in unserem Leben, wo wir es einfach nicht schaffen, glücklich zu sein. Wer von uns könnte sagen, dass er oder sie sein Leben nochmal wiederholen möchte? Ja? Die Zeit, die wir bisher gelebt haben, die 30, 40 Jahre oder wie viel es auch ist, wer möchte das genauso wieder machen? Ich nicht. Man kann sogar fragen, gibt es in unserem Leben 1 Jahr, das wir wiederholen möchten, genauso wiederholen möchten? Gibt es 1 Monat, die wir genau wiederholen möchten? Oder 1 Woche? Ja? 1 Woche vielleicht schon, ne? Ja? Okay, aber vielleicht doch nicht viel länger. Ja? Weil es ist für uns extrem schwierig, sagen wir länger als 1 Woche glücklich zu sein. Ja? Diese Erfahrungen haben wir nicht. Das ist jedenfalls nicht meine Erfahrung. Ich habe mal schöne Momente in meinem Leben. Ja? Ich habe sehr glückliche Zeiten in meinem Leben, aber sie sind relativ kurz. Ja? Weil da kommt immer wieder etwas dazwischen. Wir unerleuchteten Menschen glauben, dass das Glück von außen kommt. Vielleicht wissen wir intellektuell besser, aber mit unserem Herzen glauben wir, das Glück ist abhängig von Bedingungen um uns herum. Wenn die Bedingungen richtig sind, dann bin ich glücklich. Wenn ich das und das schaffe, dann geht's mir gut. Wenn ich das und das erreiche, oder wenn ich das und das habe, dann kann ich glücklich sein. Und glücklich sein zu wollen bedeutet für uns im Allgemeinen, dass wir ständig versuchen, die Bedingungen in unserem Leben so darzustellen, dass wir dann glücklich sein können. Ja? Wir haben diese Erwartungen, wenn es nur so und so ist, ja, dann kriegen wir, was wir haben wollen, dann geht es uns gut. Wir Menschen machen uns ständig etwas vor. Wir glauben, dass das so ist, aber eigentlich, wenn wir unsere Erfahrung angucken, können wir wissen, dass es nicht so ist. Wenn es mal so sein würde, dass die Bedingungen genauso sind, wie wir gehofft haben, dann sind wir vielleicht für eine Weile glücklich, aber sehr schnell verschwindet das. Sehr schnell kommt dann wieder ein neuer Gedanke. Ah ja, wenn das jetzt auch noch so sein würde, dann würde es mir eigentlich doch noch besser gehen. Also sehr schnell werden wir auch ein bisschen gelangweilt mit diesem glücklichen Zustand. Wir vergessen, dass das, was wir jetzt haben, wir vergessen, dass das es ist, was wir vorher dachten, dass es uns glücklich machen würde. Jetzt haben wir es, also, ja, warum sollen wir uns dann noch darüber freuen? Wir haben es doch. Also wir vergessen, dass es vorher wichtig war. Also wir haben die Neigung, so immer uns diese Illusionen zu machen, dass wir es alles zusammenkriegen können. Und wenn es wir es dann schaffen, zusammenzukriegen, und das passiert nur selten, weil die Wirklichkeit geht immer wieder anders, auch dann können wir das Glücksgefühl, was damit verbunden ist, nicht lange festhalten. Und der Buddha hat das Ganze durchschaut, dass diese Art von Sein, diese Art von
leben und erwarten und erfahren und dann doch wieder Enttäuschung und so weiter. Er hat das alles gesehen, dass es eine große Illusion ist. Er hat das durchschaut. Und er hat das analysiert. Er hat gesagt, okay, wie sieht es denn eigentlich aus? Wie sieht es denn eigentlich aus mit diesem Glück und diesem Leiden? Er hat gesagt, okay, es gibt drei Arten von Gefühlen. Es gibt angenehme Gefühle, es gibt unangenehme Gefühle und es gibt neutrale Gefühle. Er sagte, lass uns erstmal die unangenehmen Gefühle angucken. Ja? Da gibt es eigentlich eine ganze Menge davon. Es gibt erstmal körperliches Leiden. Wo er sagt, okay, es gibt Krankheit, Alter und Tod. Wenn man lebt, dann sind diese drei Sachen nicht zu vermeiden. Man wird mal krank werden, man wird mal alt werden, man wird mal sterben. Das ist körperliches Leiden. Es kann nicht vermieden werden. Sogar Geburt ist Leiden, sagt er. Auch Geburt ist schmerzhaft. Hunger und Durst sind schmerzhaft. Hitze und Kälte sind schmerzhaft. Und dann können wir denken, naja, gut, ich habe manchmal Hunger, aber das ist keine große Sache. Ja? Oder ich bin manchmal ein bisschen kalt, das ist keine große Sache. Aber die Mehrheit der Weltbevölkerung leidet sehr tief unter diese vier Sachen. Hunger, Durst, Kälte und Hitze. Nur eine kleine Minderheit in der Welt hat keine großen Probleme damit. Ja, wir gehören zu dieser kleinen Minderheit. Wir haben kaum Hunger, wir haben kaum Durst, wir haben kaum, dass wir leiden unter Hitze und Kälte, aber für die meisten Menschen ist das so. Es gibt Verletzungen, ja, Verletzungen durch Unfälle, Verletzungen durch Krieg, durch Gewalt. Also das ist körperliches Leiden. Dann gibt es geistiges Leiden. Es gibt das Leiden, das entsteht, wenn wir geliebte Personen verlieren, ja, durch Tod, ja, oder eine Beziehung, die aufbricht, oder die Kinder, die ausziehen, oder die Freunde, die umziehen und die wir verlieren. Ja, wir verlieren geliebte Personen. Und das ist Leiden. Wir verlieren auch Sachen, Geld, ja, Besitztümer. Wenn es vielleicht mal so 10 Mark ist, die man verliert, ist es nicht so eine große Sache. Aber wenn das eigene Unternehmen bankrott geht, das ist Leiden. Oder wenn das Haus in Flammen aufgeht, das ist Leiden. Es gibt Verlust von einen guten Ruf, ja, oder von Bekanntheit. Manche Leute, die sehr bekannt sind, weil sie vielleicht gut singen oder gut Fußball spielen, ja, die leiden sehr, wenn sie ihre Bekanntheit verlieren, ja, wenn sie wieder in dem Unbekannten verschwinden. Es gibt Verlust vom Gefühl, geschätzt zu werden. Ja. Wir finden es sehr wichtig, geschätzt zu werden. Aber zum Beispiel, wenn unser Job zum Ende kommt, und wir sitzen allein zu Hause und es gibt keine andere Arbeit mehr. Eine Sache, die sehr, sehr schmerzhaft ist, ist, man wird nicht mehr geschätzt für was man tut. Das ist Leiden. Es gibt so viele schmerzhafte Erfahrungen, dass man sich wundern kann, wie es möglich ist, überhaupt noch ein wenig glücklich zu sein. Aber wir haben zwei Schutzmechanismen, die uns helfen dabei. Erstmal haben wir das Vermögen, unangenehme Erfahrungen zu verdrängen, zu vergessen und angenehme Erfahrungen gerade festzuhalten und zu betonen. Wir machen ein Ferien in Italien, ja, das Wetter war nicht sehr gut und ja, das Essen, naja, wir sind auch krank geworden und ja, dann die Leute da waren auch nicht so toll und wir kommen zurück nach Hause und nach 2 Wochen ist diese Ferien schon viel besser. Dann fangen wir an, uns zu erinnern, dass diese, ja, es gab doch ein schönes Strand und es gab das und die unangenehme Erfahrung vergessen wir und das Angenehme behalten wir. Dann haben wir auch noch die Neigung, uns Sachen schöner zu erinnern, wie sie waren. Das ist nicht nur, dass man etwas vergisst oder behält, aber man ändert seine Erinnerungen auch noch. Ja. So, die Sonne wird plötzlich viel wärmer, ja, und der Strand wird viel leerer, ja, oder vielleicht voller, wenn man will. Ja. Und wir haben die Neigung auch, Sachen schöner vorzustellen, als sie sein können. Ja. Also in unserer Erwartungshaltung stellen wir uns Sachen sehr, sehr, sehr schön vor, und oft viel schöner, als sie tatsächlich sein können. Ja. Also die Erwartung kann dann nur zur Enttäuschung führen. Aber jedenfalls, diese Neigungen und diese Fähigkeiten helfen uns, um uns das Leben viel schöner vorzustellen, als es ist. Und wir haben auch so ein Bedürfnis, das zu machen, weil wenn wir das nicht machen, dann kommt die Frage, aber wenn das Leben so schlimm ist, was muss ich dann? Ja? Also wir schaffen es ständig,
so in unsere Gedächtnis, in unsere Vorstellung, in unsere Erinnerungen, das Leben eigentlich doch so zu machen, dass es akzeptabel ist, dass ich doch noch gut damit umgehen kann. Und dass ich auch noch die Hoffnung haben kann, dass es doch mal wieder besser wird. Also Hoffnung ist ein sehr starke Sache, die wir haben, die wir auch entwickeln, um dafür zu sorgen, dass wir weiterleben können. Ja, dass wir eigentlich nicht erfahren, dass das Leben leidvoll und unbefriedigend ist. Weil wir wissen einfach nicht, wie wir damit umgehen können. Und warum wissen wir nicht, wie wir damit umgehen können? Weil wir, soweit wir wissen, keine Alternative haben. Aber der Buddha lehnt das alles ab. Er sagt, diese Illusionen bringen letztendlich nur Leiden. Nur die Wahrheit kann uns Glück bringen. Er ist nur an die Wahrheit interessiert. Und er sagt, ja, man muss einfach anerkennen, dass unangenehme Gefühle sind. Man muss sie nicht besser machen, als sie sind. Das sind einfach unangenehme Gefühle. Man soll darüber realistisch sein. Dann sagt er, aber es gibt auch angenehme Gefühle. Das wird schon besser. Ne? Angenehme Gefühle gibt es auch in ganzer Menge. Es gibt körperliche Freude, ja? Es gibt Sinnesgenuss, ja? Es gibt gutes Essen und Trinken. Ja? Wir genießen das auch hier auf dem Retreat. Es gibt ein warmes Bett. Ja? Das warme Bett ist vor allem warm morgens um 7, wenn die Glocke geht. Ja? Dann gibt es Sex. Es gibt die Sonne am Strand. Es gibt schöne Musik, es gibt schöne Natur. Also es gibt eine ganze Menge Sachen, die man genießen kann. Es gibt geistige Freude. Es gibt die Freude, sich geliebt zu fühlen. Es gibt die Freude, gelobt zu werden, erfolgreich zu sein, seine Ziele zu erreichen, gute Freunde zu haben. Das ist alles geistige Freude. Aber der Buddha sagt darüber etwas ganz Interessantes. Er sagt, ja, diese angenehmen Gefühle gibt es, aber sie können uns nicht letztendlich befriedigen. Sie können uns nicht letztendlich befriedigen. Und wir können in unsere eigene Erfahrung zurückgehen, um das bestätigt zu fühlen. Wenn ich etwas Angenehmes erfahre, dann möchte ich es gerne wieder haben. Also ich möchte diese angenehme Erfahrung weiterführen. Das bedeutet, dass diese angenehme Erfahrung nicht befriedigend war. Wäre diese angenehme Erfahrung befriedigend gewesen, dann wäre ich ganz zufrieden damit gewesen, wenn es aufgehört hätte. Ich würde befriedigt sein. Aber ich brauche mehr. Ich will diese angenehme Erfahrung weiterführen. Also ich bin nicht befriedigt. Und wenn ich es schaffe, diese angenehme Erfahrung weiterzuführen, wird mein Wunsch, es noch weiterzuführen, nur stärker. Also die angenehme Erfahrung hat die Eigenschaft, eher zu Unfriede zu führen, als zu Friede. Wenn ich etwas, ich weiß es mit Schokolade, ein Stück im Mund, und meine Hand reicht schon zum zweiten Stück. Diese angenehme Erfahrung gibt keine Zufriedenheit. Es gibt, was es bringt, ist der Wunsch, mehr haben zu wollen. Also auch angenehme Gefühle sind letztendlich Dukkha, sind Unfriede. Der Buddha vergleicht es mal mit Honig auf einer Rasierklinge. Ja, das ist ein sehr starkes Bild. Ja, wenn man das leckt, dann schmeckt es angenehm. Aber darunter kommt die Schmerz, wenn man sich schneidet. Okay, so es gibt auch neutrale Gefühle. Und wenn wir da versuchen zu spüren, ja, was ist dann das Geschmack davon, dann merken wir eigentlich, dass auch neutrale Gefühle, die sind nicht so neutral, die sind eher unangenehm. Was gibt uns Langeweile? Unangenehme Gefühle sind unbefriedigend. Angenehme Gefühle sind unbefriedigend. Neutrale Gefühle sind unbefriedigend. Was das bedeutet, ist gerade diese erste edle Wahrheit. Das weltliche Leben kann keine Befriedigung geben. Und für viele Menschen, wenn sie das hören, ist das erstmal ein Schock. Aber es ist eigentlich ein ganz guter Schock, weil es ist die Realität. Und bestimmterweise könnte man sagen, das wirklich Angenehme ist, mit der Realität in Kontakt zu sein. Die Realität ist vielleicht unangenehm, aber damit in Kontakt zu sein, ist dann wieder angenehm. Sich nichts mehr vorzumachen, sich keine Illusionen zu machen, ist sehr, sehr tief befriedigend. Und das Gewahrsein, dass die Realität so ist, dass das Leben so ist, ja, die Realisierung von dieser Wahrheit
Das ist der erste Schritt auf dem Weg zur Erleuchtung. Es ist die erste Stufe auf dem Spiralpfad. Dieses Gewahrsein selbst ist sozusagen eine Art von Mini-Erleuchtung. Das ist nicht die große Erleuchtung, aber das Licht zu sehen, was da kommt, ja, das Licht in unsere Finsternis, die Finsternis sind unsere falschen Erwartungen, unsere Illusionen, dass da mal erstmal so ein bisschen Licht reinkommt, dass es uns klar wird, ja, das normale weltliche Leben ist nicht befriedigend. Das ist wie eine Erleuchtung und das ist befriedigend. Ein Freund von mir, womit ich über diese Vortrag so ein bisschen geredet hat, hat gesagt, diese erste Wahrheit war das erste, was er vom Buddhismus kennengelernt hat. Und das war eine Erkenntnis, die für ihn ein Schock war, aber gleichzeitig so eine große Erleichterung. Ja, man hatte das Gefühl, endlich wird hier mal etwas über dem Leben gesagt, was wahr ist. Ja, hier werde ich nicht vorgelogen, hier wird nicht geheuchelt, hier wird einfach Wahrheit präsentiert. Und er sagte, das war für ihn so ein großer, ja, so eine große Last, die von ihm abgefallen ist. Er hatte diese Erfahrung, aber konnte diese Erfahrung nicht zurückfinden in dem, was Leute über dem Leben gesagt haben. Er hatte das Gefühl, ja, Leute machen sich ständig vor, ja, das Leben ist glücklich oder das soll glücklich sein. Aber die Wirklichkeit ist, dass es unbefriedigend ist. Der spirituelle Weg führt von Samsara, diese unbefriedigende Erfahrung, zu Nirvana, von Leiden zu Glückseligkeit. Um diesen Weg zu gehen, ist es absolut notwendig, dass wir uns realisieren, dass Samsara uns bisher enttäuscht hat. Ja, und dass Samsara uns weiter enttäuschen wird. Wir werden nur den Weg gehen, wenn wir das annehmen können. Ja, wenn wir das sehen können. Das wird uns dazu bringen, ja, eine Alternative zu suchen. Samsara kann uns nicht bieten, was wir davon erwarten. Und unerleuchtet zu sein bedeutet, Samsara nicht so wahrzunehmen, wie sie ist. Und deshalb falsche Erwartungen an Samsara zu haben. Aber Samsara kann nur enttäuschen. Es kann nur desillusionieren. Und das einzusehen, diese Ernüchterung annehmen zu können und anzufangen, diese falschen Erwartungen aufzugeben und sich nach einer Alternative umzuschauen, das ist der Anfang des Spiralpfades. Also Buddhismus ist realistisch. Buddhismus ist nicht pessimistisch. Ja, pessimistisch bedeutet, dass man die Realität als schlimmer sieht, als sie ist. Und das ist nicht so. Buddhismus ist realistisch. Sagt, so und so ist die Realität. Aber das geht immer zusammen mit auch einer Vision, die sein kann. Ja, es ist nicht so, dass Buddhismus sagt, okay, das war es dann, alles ist Leiden. Ja, so ist es nicht. Buddhismus sagt, ja, wenn wir nichts machen, wenn wir uns nicht ändern, dann werden wir weiter in einem Kreis sein, die wir als leidvoll erfahren werden. Aber es gibt eine Möglichkeit, rauszukommen. Es gibt eine Möglichkeit, einen anderen Weg zu folgen. Und das ist diese Spiralpfad. Vielleicht soll ich hier noch eine Warnung geben. Es ist nicht so, dass Buddhismus sagt, wenn man Leiden hat, wenn man das Unbefriedigende spürt, dann wird man anfangen, einen spirituellen Weg zu folgen. Das ist nicht so. Weil es gibt sehr viele Wesen, die leiden. Es gibt sehr viele Wesen, die sich unbefriedigt fühlen. Und nicht alle fangen an, einen spirituellen Weg zu folgen. Also das ist nicht ein automatischer Schritt. Also es ist notwendig, dass man durchschaut, ja, warum es dann diese unbefriedigende Aspekt gibt, ja, warum es Leiden gibt, warum es Dukkha gibt. Man muss sich darüber klar werden, dass es dafür eine Ursache gibt. Ja, und diese Ursache kann man nicht finden in der bösen Welt um uns herum. Die Ursache kann man nur finden in dem eigenen Geist. Die Ursache für das Unbefriedigende des Lebens ist in uns. Und diese Ursache ist Gier, ist Begierde. Es ist Gier, die Welt so haben will, wie es uns am besten passt. Es ist Gier, das uns dazu führt, die Wirklichkeit nicht zu akzeptieren. Zu sagen, nee, es soll doch so sein. Und das ist die zweite edle Wahrheit, die ich hier aufgeschrieben habe. Die Ursache von Leiden ist Begierde. Das ist das Zweite, was der Buddha entdeckt hat. Nicht nur, dass das normale weltliche Leben leidvoll ist, aber dass die Ursache dafür in unserem eigenen Geist ist und dass es unsere Gier ist. Der Gier in uns verweigert sich, die Wirklichkeit zu akzeptieren.
zu akzeptieren, wie sie ist. Die sich hier sagt, ich will gerne diesen Job haben, oder ich will diese Gehalt haben, oder ich will diesen Mann haben, ich will diese Frau haben, ich will dies, ich will das. Und die arme Wirklichkeit, sie ist überhaupt nicht imstande, all diese Wünsche, die wir haben, zu erfüllen. Es ist einfach unmöglich. Manchmal ist es auch noch so, dass die Wünsche, die wir haben in sich selbst, die können nicht zusammengehen. Ein Beispiel zu gehen, man kann sagen, okay, ich habe einen Wunsch, ich möchte eine harmonische und friedvolle Heirat haben. Mein zweiter Wunsch ist, ich möchte neben meiner Heirat noch eine andere Beziehung haben. Das sind zwei Wünsche, die kann man nicht gleichzeitig erfüllen. Ja, also das ist einfach unrealistisch. Also das Problem ist nicht die Wirklichkeit, das Problem ist unser Geist. Das Problem ist die Begierde in unserem Geist. Und nur wenn wir diese Begierde überwinden können, dann haben wir eine Chance, glücklicher zu werden. Und damit kommen wir zu der dritten edlen Wahrheit. Es gibt einen Zustand, der frei ist von Leiden. Es gibt das Ende alles Leidens. Und das ist ein Zustand, wo Glückseligkeit ist. Und dieser Zustand ist Erleuchtung. Also Buddhismus ist nicht nur realistisch, es ist auch idealistisch. Buddhismus hat ein Ideal, das man folgen kann, das man anstreben kann. Es gibt eine höhere Realität, wo es kein Leiden gibt. Eine höhere Realität, wo es ja Befriedigung gibt, wo es Glück gibt. Ja, das Ideal wird uns angeboten, das Ideal der Erleuchtung. Und diese Erleuchtung ist das Ziel des spirituellen Lebens. Und um dahin zu kommen, muss man einen Weg folgen. Und das ist dann die vierte edle Wahrheit. Es gibt einen Weg, der zum Ende des Leidens führt. Und normalerweise, wenn man über die vier edle Wahrheiten hört, wird dieser Weg immer beschrieben als der edle achtfältige Pfad. Da werde ich jetzt nicht darüber sagen. Aber es gibt auch eine Alternative. Ja? Das ist eigentlich ein Weg, der letztendlich sehr ähnlich ist, aber das ist dann der Spiralpfad. Dies ist dann 12-fältig, es gibt 12 Schritte. Und diese Spiralpfad ist dann das Thema von diesem Vortragsreihe, wo wir dann heute Abend mit dem ersten Schritt angefangen haben. Und dieser erste Schritt ist dann das Gewahrsein, dass das normale, unerleuchtete, weltliche Leben, dass das unbefriedigend ist. Ja, also um den Spiralpfad gehen zu können, müssen wir einsehen, dass wir selbst das Problem sind. Wenn wir eingestehen können, dass wir leiden, und wenn wir eingestehen können, dass unsere Enttäuschung mit Samsara ja die Folge ist von unseren eigenen Erwartungen, wenn wir sehen, dass die Ursache unseres Leidens in unserem eigenen Geist ist, dann sind wir reif genug, um den spirituellen Weg zu gehen. Und dann fangen wir an, eine Alternative zu suchen. Ja, weil es gibt eine Alternative. Und wie das dann weitergeht, da werde ich morgen drüber reden.